So, jetzt will ich mir das hier schön verschrauben. Na, dann wollen wir mal. Oh Mann! Och, Menno, ihr kennt es doch alle. Man möchte kurz was verschrauben und peng. Dämliche Schraube reißt das Material in zwei. Was soll das eigentlich? Das Beste ist, ich habe da zum Glück was entdeckt. Guckt euch das mal an. So können wir das Ganze verhindern. Wir müssen also nicht vorbohren, was ja jetzt einige schon geschrieben haben. Jonas, bohr doch einfach ein Loch. Das mache ich, weil ich keinen Bohrer habe. Und vielleicht habe ich auch keinen Bock vorzubohren. Wir wollen wissen, ob der Heck mit der Zwinge klappt. Das sah nämlich eigentlich spitze aus. Das Format heißt Heckcheck. Also hacken wir jetzt den Check. Nee, wir checken den Heck. Also los. Damit wir natürlich so realitätsnah wie möglich testen, drehen wir die Teile von eben einfach um. Dann haben wir nämlich genau das gleiche Holz wie eben. Das geht natürlich so gar nicht, also so rum. Und jetzt brauchen wir eine Zwinge. Die Idee finde ich eigentlich schlau, weil sie uns natürlich auch dabei hilft, also die Zwinge, dass das Ganze schön beieinander liegen bleibt. Jetzt habe ich nämlich beide Hände frei. Die Frage ist nur, was jetzt passiert. Auf die Plätze, fertig, los. Naja, also ich sehe hier schon einen Riss. Hier vorne auch. Sieht ja bis jetzt schon mal nicht so gut aus. Wir haben oben einen Riss und an der Kante. Es ist so ein bisschen wie Schrödingers Katze. Solange wir jetzt alles so lassen, geht es. Aber ich glaube, wenn ich jetzt die Zwinge abmache, ist es wahrscheinlich gleich kaputt. Wir machen die Zwinge mal ab. Bevor ich das jetzt abmache, schreibt mal mit der Sekunde beim YouTube-Video jetzt rein, hält es oder nicht? Die Auflösung kommt jetzt. Ich weiß nicht. Es ist gerissen. Das war ein blödes Stück Holz, und genau hier ins Loch gebohrt. Wir testen das jetzt nochmal. Eben gerade war es irgendwie auch im Harz drin, das war irgendwie doof. Wir nehmen jetzt auch nochmal eine größere Zwinge, damit wir mehr, ja, ich sag mal, Anpressdruck haben und überall vor allen Dingen. So. Jetzt knall ich die mal richtig an. Ja. Vielleicht bringt das ja was. So, jetzt aber auf ein neues. Da soll sie rein. Ups. Es ist diesmal nur ein ganz bisschen gerissen. Das hat also eigentlich schon geklappt. Mach mal die Zwinge ab. Bitte bleib ganz. Brutal. Die Schraube ist nicht wirklich fest. Ich muss sie noch ein bisschen... Oh nein, wenn ich jetzt fester drehe, spalte ich es doch, oder? Ganz bisschen. Nein! Kacke! Es hat für eine Sekunde funktioniert. Aber ich wollte einfach zu viel. Jetzt ist es kaputt gegangen. Hier ist übrigens ein Loch drin. Falls ihr euch fragt, warum, das war mal ein Lattenrost, den ich ausgetauscht habe. Nicht, dass ihr denkt, wir würden da durchschrauben. Ich schieb's jetzt mal auf meine Dusseligkeit. Wir probieren es jetzt nochmal. Wenn es dann nicht klappt, ist aber auch mal gut hier. Das ist enttäuschend bis jetzt. Ab in den Ofen damit. Wir probieren es jetzt nochmal in Hartholz aus. Das ist jetzt Esche mit stehenden Jahrringen. Das funktioniert so auch nicht. Also das wieder raus. Und die Zwinge drauf. Ist wieder gerissen. So, ich bin gutgläubig. Ich habe jetzt noch mal eine richtig starke Zwinge genommen und jetzt gucken wir. Und ja. Hä?
Jetzt hat es einfach funktioniert und die Schraube ist sogar komplett drin. Wir machen mal die Zwinge ab. Oh Gott. Hä? Es hat einfach geklappt. Die anderen Zwingen waren vielleicht zu schwach. Wir drehen das nochmal um. Das gibt es nicht. So. Und so. Damit ich die Hände frei habe, habe ich jetzt hier einen Tropfen Sekundenkleber drunter gemacht. Sodass... Ah. Was für ein Scheißtag! Meine Güte. Wie kann man so blöd sein? Meine Fresse, ist das nervtötend. Naja, ihr seht's, da war Sekundenkleber und ich hab's abgeschlagen. Toll, Jonas, gut gemacht. Richtig schlauer heute. Also nochmal, einfach Zwinge drauf. Wir zwingen das komplett zusammen. Egal, ohne Sekundenkleber geht's auch. Hier soll die Schraube rein. Und los! Was? Es ist hier ein Ga... Moment. Es ist nicht hübsch. Es ist ein bisschen hier reingedrückt, weil wir ja nicht vorgesenkt haben, aber es ist eigentlich... Naja doch, es reißt hier schon. Es hält. Ein letzter Test. Und los. Es sieht schrecklich aus, aber es ist nicht gerissen. Auch hier vorne nicht. Moment. So bescheuert es klingt, aber es hat jetzt irgendwie geklappt. Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt 5 Sekunden drüber nachgedacht. Und ich muss eigentlich eins sagen. Es ist ein bisschen strange, aber 11.400 Likes lügen in diesem Fall einfach nicht. Es funktioniert. Ja, wie soll man das jetzt sagen? Wenn man die richtige Zwinge nimmt und sie hier oben wirklich fest ansetzt, dann funktioniert das eigentlich erstaunlich wiederholgenau. Es gibt natürlich, ich weiß, ihr habt es in 4K gesehen, den ein oder anderen Abzug. Wenn wir die Schraube wirklich versuchen reinzudrehen, dann hebt sich die Faser irgendwo an. Ist ja klar, weil irgendwo muss der Schraubenkopf ja hin. Wieso funktioniert das überhaupt, Jonas? Das weiß ich auch nicht so genau. Ich gehe mal davon aus, dadurch, dass wir alles einfach komprimieren, reißt es nicht. Die Erklärung ist total blöd. So richtig verstehe ich es auch nicht. Also für mich in meinem Kopf macht es nicht so viel Sinn. Aber wenn wir es zusammenhalten, kann die Schraube es natürlich auch nicht auseinanderdrücken. Und irgendwie merkwürdigerweise passiert das im Nachhinein auch nicht. Was will ich damit sagen? Ist ja ganz klar. Wenn ihr nicht vorbohren könnt, weil ihr nichts da habt, aber ihr habt zufälligerweise eine recht stabile Einhandzwinge oder eine Schraubzwinge da, dann könnt ihr so Sachen verschrauben, ohne dass es reißt. Und das ist ein Abo wert. Aber Jones, der Hack kommt doch aus dem Internet. Das ist doch egal. Wir haben ihn überprüft. Im Hackcheck. Also, knallt eure Schrauben rein oder bohrt vor, wenn ihr Bock habt. Aber so geht es. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Besser als so ist es auf jeden Fall. Tschüss.